Moin Leute, willkommen zum nächsten Skylanders Giants Let's Play Video, den sechsten Part. Und ich habe mir mal ein paar neue Figuren hier hergestellt. Ich habe zum Beispiel T-Rex und Crusher durch Swarm und Bouncer ersetzt. Habe mich hier noch Igniter, Wameshell, Stump Smash und Ornado hingestellt. Aber ich würde sagen, wir starten diesen Part mit... Ja komm, wir starten ihn mal mit... Ornado. Wir werden jetzt noch... Für den Wind. Ja, wir werden direkt das nächste Kapitel starten. Da kenne ich nichts. So, was ist jetzt los? Hat man schon gesehen, glaube ich, die Szene. Dem Wetter nach zu urteilen, schätze ich, wir sind nicht allzu weit weg von unserem Ziel. Bist du bereit, runterzugehen? Auf jeden Fall. Toll. Und solange unser Antrieb keinen direkten Treffer von diesen Blitzen abkriegt... Sollte alles gut sein. Oh, oh. Wow. Wie standen wohl dafür die Chancen? Hab's doch gesagt. Hab's doch gesagt. Diese Wolken sind böse. Böse, sag ich. Wie auch immer, ich werde dieses Ding am nächstmöglichen Hafen landen müssen. Das wird nicht unbedingt eine Bruchlandung, aber angenehm wird's wohl nicht. Festhalten wäre eine gute Idee. Oh, oh. Eigentlich wollten wir doch jetzt in die Eiswüste, aber nein. Als Kapitel 4 kommt der Halsabschneider-Jahrmarkt und ich muss sagen, das Kapitel ist schon sehr, sehr lange. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das in einer relativ guten Zeit schaffen können. Warst du etwa schon mal hier? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, Kelly, aber in dieser Stadt gibt es ein paar Leute, die, sagen wir mal, die mich nicht sonderlich mögen. Ich hebe meine Fassungslosigkeit für später auf. Aber wir sollten nett zu ihnen sein. Wir brauchen ihre Hilfe. Wie wäre es, wenn ich das Reden übernehme? Gute Bitte Idee. Um Erlaubnis, an Land zu kommen. Einverstanden. Bitte entschuldigt die Stille. Als wir Piraten den Jahrmarkt übernommen haben, gingen die Besucherzahlen auf einmal zurück. Gut, ich habe es einfach mal übersprungen. Ich denke, interessiert jetzt nicht sonderlich, was sie hier reden. Die wollen uns auf jeden Fall bei der Reparatur helfen. Und ja, wir müssen jetzt hier lang. So ist es. Da haben wir auch noch Gold. Wir haben extrem viele Münzen mit Ornado. So, ich würde sagen, wir bewegen uns mal ein bisschen schneller. Technologie Skylander sind stark hier. Dann nehmen wir doch einfach mal Boomer, den ihr hier das erste Mal komplett gespielt seht. Und ich wollte euch noch was mitteilen, was ab dem Chill-Video so sein wird. Und zwar ist es so, dass ich mir... Oh, da geht's runter. Dass ich mir... Es echt leid war, die ganzen Videos auf Full HD 60 FPS aufzunehmen. Weil... Jeder, der einen Elgato hat, weiß es, es frisst schon extremst viel Speicher. Wirklich extremst viel Speicher. Deswegen, das Spiel ist in HD, deswegen habe ich es jetzt auf HD 60 gestellt. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht den krassen Unterschied macht. Und ich habe hier den Boomer jetzt auf Level 15 hochgelevelt. Beziehungsweise, er ist jetzt auf einmal auf Level 15, weil ich ihn... Fast so gut wie Dynamit! In Imaginators gespielt habe und dort ist er ja schon Level 20, weil es ja eine Elite-Figur ist. Ja, die Elite-Figuren sind ja immer ab Level 20. Also sind ja immer Level 20, aber erst ab Skylanders Trap Team. Das heißt. Gegner. Das heißt, wenn ihr den Boomer, den Elite-Boomer zuerst in Giants spielt, dann ist er Level 1. Aber wenn ihr ihn dann einmal in Trap Team einlöst, dann ist er ja offiziell schon Level 20. Und dann bekommt ihr. Dann bekommt ihr den dann auch direkt hier in Giants auf Level 15. Letzte Wünsche. Wen sollen wir denn jetzt spielen? Spielen wir eine Runde mit den Genie? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Sie braucht hier noch ein bisschen Gold. Beziehungsweise sie hat schon 4000 und ist schon verbessert, aber trotzdem kaum, warum nicht? Ich komme immer noch nicht ganz mit der Steuerung klar, weil ich jetzt wieder Imaginators gespielt habe. Und dort ist die erste Attacke nicht auf B, sondern auf Y.
die zweite nicht auf Y, sondern auf A. Deswegen komme ich da manchmal leicht durcheinander, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu schlimm ist. Ich muss auch noch was sagen. Ich persönlich bin noch nicht ganz so beeindruckt von dem Spiel bis jetzt. Ne? Es macht Spaß, keine Frage. Aber vor allem für den Schwierigkeitsgrad schwer kommen wir hier nicht das geboten, was ich mir erhofft habe. Und zwar ein schweres Spiel. Aktuell ist das noch sehr, sehr einfach. Wir kamen noch nie in Bedrängnis, irgendeinen Skyliner zu verlieren. Vielleicht einmal mit Sepp. Aber ja, das ist Vergangenheit. Warte, haben wir schon was vergessen? Ich glaube nicht. Kann man da runter? Nein, okay. Ich kenne die Level so ein bisschen auswendig. Ich habe sie ja lange gespielt. Oder oft gespielt. Gepanzerter Chompy! Oh nein. In dieser bam, bam, sind tot. Skyländer des Lebenselements stärker. Weißen Raps Dreieck, ein Skyländer. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, hier einen Job anzunehmen. Wenn ich dir helfe, vielleicht kannst du mich dann mitnehmen. Die Brücke ist ausgeschaltet, was wohl an dem großen Loch da liegen wird. Vielleicht kannst du ja eine dieser großen Frachtkisten benutzen. Ach, da ist Blubbers! Alter, jeden, der Skyline das nicht kennt, merkt euch aber eins, Blubbers wird in jedem Skyline das Teil einfach nach und nach zur Legende. Einfach nach und nach, Leute. Feiert ihn sowas von brutal. Ich will nicht spoilern, was der Adventure Pack von Imaginators machen wird. Aber er wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, ja. Ich habe das Adventure Pack aber gar nicht. Das fällt mir gerade ein. Das ist natürlich auch blöd irgendwie mit den Adventure Packs. Ich will sie eigentlich alle spielen, aber ich habe halt nicht alle. Ich könnte mir hier die zwei fehlenden noch kaufen natürlich, aber weiß ich nicht, wie ich das will. Hätte ich halt Ghost Rose und noch einen zweiten Slambam. Weil das Pack mit Sunburn und mit... oder wer war da noch am Start? Sunburn und... Nee, nicht Slambam. Ghost Rose und Slambam hätte ich dann. Nee, warte mal. Mein Neffe Dementor P, ihr kennt ihn ja, hat das Pack mit Sunburn und mit Slambam. Das heißt, mir fehlt das mit Terrafin und mit. Das ist ein Stein. Ghost Roaster, genau. Die Spieler setzen abwechselnd Steine aufs Spiel. Ja, ich könnte mir auf jeden Fall die Level Packs von ihm ausleihen, dass ich sie einmal kurz einscanne. Ja, wir wissen, wie Himmelsteine funktioniert. Ich hoffe. Der andere Spieler setzt zuerst einen Stein. Ja, ich weiß. Spindchen! Jetzt bist du dran. Setze einen Stein. Nein! Wenn am Rand irgendwie gefällt mir das, dass ich das mit dem Touchpad machen muss. Irgendwie gefällt es mir. Und irgendwie auch nicht. Go, Speerkämpfer! Alter, kann ich das nicht. Kann ich das nicht normal spielen, bitte? Bitte! Spinnchen! Alter, bitte, komm. Geht. Ja, ich kann es normal auch spielen. Schild. Aber das mit dem Touchpad, Spinnchen. Muss ich sagen, finde ich bei, finde ich bei dem Schlossrätsel ein bisschen überflüssig, aber dass man es hier so machen kann, Spinnchen. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Eigentlich gar nicht so schlecht. So, haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Ganz eindeutige Spinnchen. Sache. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. 5 zu 4 war gar nicht so eindeutig, ne? Und da haben wir den Feuerjumpy 3 bekommen. Ja, du gewinnst. Okay, wir können nicht nochmal spielen. Ich bin so ein bisschen Himmelstein-Fan, muss ich sagen. Ich zock das sehr gerne und wir werden auch alle 87 Steine sammeln in dem Let's Play. Ist ja logisch. So, Keller der Fälscher.
Lesen wir natürlich. Es gibt einen Ort namens Fälscherkeller, wo neben billigen Fälschungen auch jede Menge Schätze zu finden sind. Du musst vielleicht ein bisschen was umgestalten, um sie zu finden. Ich weiß gar nicht, auf welchen Schatz dieser Tipp jetzt bezogen ist unbedingt, aber werden wir schon irgendwann noch herausfinden. Was? Ach ja, es gibt ja mehrere von denen in dem ganzen Spiel. Ist ja auch so einfach zu besiegen. Ja, ist er. Ja, komm, wir wechseln mal wieder zu... Komm, warum nicht zu... Step. Wenn wir ihn schon geskillt haben. Ihr werdet das Skill-Video leider nicht sehen. Habt ihr... Aber das habt ihr schon längst mitbekommen. Im Blizzard-Chill-Skill-Video habe ich euch ja gesagt, warum die Skill-Videos zu Zap und Boomer leider nicht kommen werden. Das war, weil ich ja diesen, weil ich verkackt habe mit der Audio. Ich hoffe, jetzt habe ich das Headset-Mikrofon eingestellt. Aber ja, sieht so aus. Warte mal. Du siehst gleich Sterne. Zeit zum Brutzeln. Du hast Stein gesammelt. Spannungsspaß. Das ist schon ein bisschen dumm. Ich muss A und Y gleichzeitig drücken. Für die Seelenstein-Attacke. Oder die Wow-Pow, keine Ahnung. Aber die liegen gegenüber. Das ist schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber okay. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements. Oh, Swamp-Seelenstein. Jetzt siehst du Sterne. Kennt ihr den Spruch von irgendwoher? Lobster aus Trap Team hat ihn mal gesagt. Gleich seht ihr. 137, okay. Ich sollte nicht so nah bei dem stehen, weil sonst zählt er das alles aus Treffer hier. Okay, der ist tot. Dezent unlustig. Wie viel Schaden der mir abzieht. Mann, kommt runter. Seid keine Feigwinger und kommt runter kämpfen. Jawohl. Perfekt. Hey. Hi. Einfach unterbrochen. Zack, bam, aus. Was haben wir hier? Achso, hier muss ich weiter. Stimmt. Erstmal holen wir uns den Seelenstein. Ganz logisch. Ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt einfach kurz an. Wie Rückenstecher. Jawohl. Jawohl. Ist in Ordnung. Wartet mal. Nee, okay. Dann komm rüber wieder. Jawohl. So. Ach so, wir können ja hier runterspringen. Ja, okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie wir da rankommen. Wollte gerade schon den Block wegschieben, dabei können wir auch hier einfach runterspringen. Auf ganz gemütlich. Okay, wir müssen ein bisschen schneller werden. Ein Luftelementator. Unnötig, aber okay. Dann nehmen wir wieder One-Aid, warum nicht? Für den Wind! Für den Wind! Oh, ich muss heute auch noch ein Skill-Video aufnehmen oder morgen. Was dann am Samstag kommt. Also aus meiner Sicht am Samstag, aus eurer Sicht war das schon. Und zwar das von Lava Buffy Raptor.
Habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgenommen. Hä, was war das für eine Attacke? Bringt sich was? Nicht? Sollen wir mal den anderen nehmen? Ja, komm. Bruder Jakob, dann nehmen wir einfach mal. Warum nicht? Komm. Wen nehmen wir? Ist halt immer die Frage, ne? Weil die Truppen, die ich hier habe, sind teilweise noch nicht geskillt. Aber wir nehmen mal Drawbot. Blinzeln und zerstören. Eine der einzigen die Figuren, die bei mir einen Hut aufhaben. Und bei denen es auch noch gar nicht so schlecht aussieht. Oh, oh. So. Wir müssen hier rein, denke ich mal. Ich soll eine Galeone. Ich glaube, ich muss niesen. Keine Ahnung. Ja. Du sollst die Galeone ziehen. Dann spielen wir Himmelsteine. Let's go. Spinnchen! Spinnchen! Dezent uncool. Drow-Speerkämpfer! Drow-Speerkämpfer! Ja. Unmenschlicher Schild! Spinnchen! Okay. Ja, sieht schon besser aus. Ich glaube, wir haben gewonnen. Aber hier zu verlieren ist ja auch ein bisschen peinlich. Drow-Speerkämpfer! Er hat halt nur schlechte Karten teilweise. Okay. Feuriger Chumpy! Spindchen! Drow-Speerkämpfer! Oh, Drow-Speerkämpfer 2, nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass wir den jetzt bekommen werden. Stein jawohl. Gesammelt! Das war reine. Ausgezeichnet! Ja, moin. Er geht einfach 2 Meter weiter weg. Zack, Galeone ist hier. Ich meine, wer kennt's nicht, oder? Wenn man einfach mal durch den Raum geht, auf einmal steht ein Schiff vor der Haustür. Reichtum wird assimiliert. Gute Arbeit. Okay, Feuer frei. Oh oh. Das wird aber ein Problem. Ausgezeichnet. Ankommen. Bam! Alter, ist nicht schlecht, ne? Der Drawbot. Aha, was haben wir hier? Können wir das irgendwie mit der Kanone kaputt schießen? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß jetzt einfach nochmal nicht machen. Moment mal! Wenn du mit dem Besten auf der Pirateninsel spielen willst, brauchst du mehr Himmelssteine. Du scheinst nämlich nicht alle Steine beisammen zu haben, wenn du weißt, was ich meine. Du kannst dir aber noch ein paar Himmelssteine erbeuten. Im Knast hockt noch ein Halunke, der ein paar ziemlich schicke gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, können wir gerne machen. Aber vorher müssen wir doch rüber. Da gibt es ein Glykotronrad. Okay, nichts. Das hätte ich ganz gerne. So, einmal. Bam.
Warum immer so kompliziert, Alter? So, zack. 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 Ach nee. Und sag mal, wie wär's mit einem Spiel, jetzt wo ich frei bin? Ich werde auch nur ganz wenig schummeln. Na. Nein. Nicht. Ah, jetzt hab ich auf Ja gedrückt, Alter. Ja, dann töten wir ihn halt kurz, meine Güte. Gibt's ja nicht. Einige Bretter haben Sperrfelder. Auf ihnen kann kein Stein platziert werden. Ich weiß. Kick. So. Jumpy. Schuppi! Unmenschlicher Schild! Jawohl! Schuppi! Schuppi! Geile Steine hat der Typ. Wirklich. Respekt. Keulenmajor! Keulenmajor! Blaster-Troll! Spielen wir halt auf sicher. Go, Speerkämpfer! Blaster-Troll! Können wir ihn noch töten? Keine Ahnung, ist ja egal. Go, Speerkämpfer! Du gewinnst! Passt. Stein gesammelt! Du hast gewonnen! Robot, erfolgreich. Du hast gewonnen. Na, ich schätze, ich sollte dir meinen allerbesten Himmelsstein geben. Vernünftige Einstellung. So, Glykotronat gefunden. Schon das vierte Mal, dass wir einen Glykotronat gefunden haben mittlerweile. Let's go. Du darfst die Pirateninsel jetzt betreten. Aber pass auf dich auf. Das ist ein gefährlicher Ort. Ja, ich weiß. Ich bin mir dessen bewusst. Axtkämpfer! Oh, oh. Okay, fast geschafft. Ja. Größter und bester Himmelssteine-Spieler ist gleich hinter dem Tor. Du wirst cool. Zuerst diesen Schlüssel holen müssen. Echt? Den Teil überlasse ich dir. Schon wieder. Okay. Du solltest zuerst hoch. Diese... Halt die Fresse. Lass mich machen, was ich will, okay? So, da haben wir eine Tür. Dann gehen wir da direkt rein. Aha. Besser ist es. Hat sich eine Tür geöffnet. Und wir kaufen noch was ein, oder? Komm, wir haben doch ein paar Figuren, die haben extrem viel Gold. Wie zum Beispiel Wameshell sollte extrem viel Gold haben. Die Keule kracht. Die Keule kracht, Leute. Ganz eindeutige Sache. Was? Der hat nur 700 Münzen. Wir kaufen es halt mit Ornado, Alter. Meine Güte. Für den Wind. Für den Wind. So. Eine Heldenherausforderung, die zusätzliche Rüstung gewährt. Ja, komm, bam. Passt. Würde ich aber sagen, das war's erstmal mit diesem Part. Wenn euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.